So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ranked. Diesmal ein etwas anderer Kamerawinkel, etwas andere Kamera, etwas andere Qualität hoffentlich auch. Auch meine Qualität der Haare, die Qualität meiner Haare lässt zu wünschen übrig. Deswegen habe ich eine Mütze auf, weil ihr sonst wahrscheinlich denkt, dass ich seit 3 Jahren obdachlos bin. Wir spielen Vayne, neuer Patch, kein altes Replay hier, was ich euch auf den Tisch baller, sondern frisches, knackiges Gameplay. Wobei, das werden wir noch sehen. Bisher läuft die Season für mich, also die Preseason, nicht optimal. Nett ausgedrückt, ich habe 17 Spiele gespielt und davon 13 verloren. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Ich habe 8 Games ineinander jetzt verloren. Ich kann mich einfach momentan noch nicht mit dem Patch anfreunden irgendwie. Ich weiß nicht. Macht zwar super viel Spaß, keine Frage. Also am Spaß mangelt es nicht, auf keinen Fall. Spaß habe ich mehr als genug mit diesem momentanen Patch. Das Ding ist einfach nur, dass ich gerne jetzt ein paar Sachen ausprobiere und halt andere Leute auch Sachen ausprobieren und dass sich halt zusammensteckt und wenn 3 Leute Sachen ausprobieren in einem Team und keiner da ist, der sich schon mit seinem Champion oder so auskennt und deswegen nicht carryen kann, ist das halt nicht so geil. Das habe ich selber auch gemerkt. Standard zum Beispiel im letzten Game, ich spiele auf meiner Lane ganz solide, alle anderen Lanes und der Jungle verkacken. Ist ja nichts Neues, ne? Sieht man in Solo-Queue ja eigentlich so gut wie jeden Tag. Aber normalerweise ist man dann auf einem Champion, den man kennt, weiß, wie stark der Champion ist, wann wie viel Damage rausgehauen wird und dann kann man eben auch mal carry. Aber jetzt habe ich das Problem zum Beispiel, wenn ich einen neuen Champion wie Grace oder so ausprobiere oder halt einen neuen Item-Build, ich kann sehr, sehr schlecht einschätzen, wie viel Schaden ich denn letztendlich wirklich mache und deswegen traue ich mich in vielen Situationen nicht in 1v1 einzugehen oder eben dann doch mal noch den Schritt nach vorne zu wagen, weswegen mir das Carry halt viel schwieriger fällt und ich kann natürlich die Lane auch nicht so gut gewinnen, weil ich nicht weiß, wie stark der Champion ist. Beziehungsweise der Item-Build. Und ich glaube, das ist so eine Anhäufung von Problemen, weswegen ich gerade ziemlich viel verliere. Aber ich weiß halt, woran es liegt. Oder ich denke zumindest zu wissen, woran es liegt. Und ich reg mich darüber jetzt auch nicht auf. Gerade jetzt Preseason ist einfach nur da, um Spaß zu haben. Ganz ehrlich. Boah. Alles andere ist mir gerade ziemlich egal. Ich will ein bisschen ausprobieren. Neue Sachen lernen. Okay, du bist crank. Alles gut bei dir? Aua. Ja, das ist mein Hauptziel jetzt im Preseason-Patch. Ein paar neue Sachen auszuprobieren, vielleicht auch ein paar interessante Item-Builds oder Masteries oder so weiter für euch zu finden. Um die euch dann zu präsentieren. Siegen, gewinnen, hochkommen, Elo kriegen, ist jetzt nicht meine... Alter, Blitzcrank. Ist jetzt nicht meine Hauptpriorität, weil... Natürlich ist es nicht nutzlos, für die Leute, die es nicht wissen, wenn ihr jetzt gewinnt und höher kommt, dann spielt das natürlich in eure... spielt das natürlich auch eine Rolle für eure MMR in der neuen Season. Aber... Die Rolle, die es spielt, die ist ziemlich begrenzt. Und ob ich jetzt mit Diamond 3 oder Diamond 5 abschließe, ist mir eigentlich relativ egal. Dann muss ich halt in der neuen Season 5 Games mehr gewinnen. Tja, wow. Ganz schlimm. Oh Gott, den kennen werde ich nicht kriegen. Oh, die Lane ist echt ekelhaft. Oh. Der Blitzcrank macht halt bisher noch gar nichts. Das ist halt die Scheiße an der Blitzcrank-Lane, ne? Wenn der Blitzcrank seinen verkackten Hook nicht trifft, dann spielst du 1v2. Bisher spiele ich 1v2 auf der Lane und das auch noch als Vayne gegen Caitlyn, gegen Bart, das sackt halt enorm. Deswegen habe ich jetzt schon ganze 4 Farm gegen 22. Oh, ouch! Und der hat nicht mal Targons mitgenommen, das heißt, er kann mich nicht mehr healen. Geht sogar auf die selbstsüchtige Variante. Das wird keine schöne Lane werden. Alter, dein Ernst, Junge! Was denn los mit dem? Das ist echt so ein First-Time-Scrank. Those Misses, ja, die sind sehr schön. Aber... kümmert uns nicht. Wir sind Vayne. Klassisches Vayne-Game ist, auf der Lane auf die Fresse kriegen, ein Gank, Double-Kill, alles zerstören. So läuft ein... Oh. Wenn wir jetzt noch mehr als 5% Leben gehabt hätten, dann hätten wir da sogar reingehen können. Aber das ist ja leider nicht der Fall. Trotzdem okay. Bart kein Flash. Bart no F. Können wir jetzt ganken. Go, Junge, go. Oh mein Gott. Easy. Kesi doch! Oh mein Gott, ich bin so Bronze. Oh Gott, ich bin so dumm. Der Flash war so scheiße. Ich dachte, er macht irgendeinen Spell, aber er hat einfach seinen scheiß Journey gemacht. Oh Gott, das war so dumm von mir. Aber trotzdem Kill. Ja gut, der Flash war jetzt natürlich im Nachhinein nicht mehr so.
Junge, wenn du jetzt noch stirbst, boah. Ich warte noch. Dann wird's krank. Er nimmt sich sogar den Kill. Please don't push. Don't push. Der Flash war natürlich eine absolute Meisterleistung von mir. Könnt ihr gerne in den Kommentaren bewundern und komplimentieren, wie genial nachgedacht, wie kalkuliert dieser Flash war. Schön in den Bart rein, ins Magical Journey Ziel. Bin natürlich schneller in der Base gewesen und kann jetzt auch schneller wieder anfangen zu lasten. Denn, meine Freunde, die Faustregel, die ihr euch immer merken solltet, desto früher ihr flasht, ihr wisst es, desto früher habt ihr es auch wieder. Gold richtig. Was sind für Items? Sie hat eine Pickaxe. Bam, get out traded, bitch. Sie hat auch nur einen Pot. Autsch. Das hätte ich dodgen können. Müssen. Was hat jetzt wieder? Warten, bis Blitzkrieg einen Hook trifft, einen Kill abstauben. Warten, bis Blitzkrieg keinen Hook trifft, ganz viel CS verlieren. Klassische... Oh mein Gott. Oh Leute, ich dachte, dass ich sie hier an der Kante stand, dann hätte ich sie gekriegt. Sie ist einfach hier vorbeigeflogen. Soll mal ein bisschen was essen, Caitlyn? Scheiß Magersucht. Oh, so. Junge, jetzt guck. Gut. Oh Gott. Das ist halt, Blitzkrieg ist halt die Definition dieser Huhn-Metapher. Ein blindes Huhn wird nun mal auf meinen Korn. Nein, keine Magical Journey für dich. Ich sag's ja. Klassische Vayne Lane. Auf die Fresse kriegen. Jungler kommt vorbei. Free Kills einsammeln. Das ist einfach das Geheimnis. Und flashen. But Blitz really huge damage. I hate to take skills. Was? Ach, Kills, lol. So wie der Blitzkrieg geredet, so spielt er auch. Ohne. Oh mein Gott. Der ist halt nicht mal gut. Aber es ist einfach Blitzkrieg. Oh mein Gott. Ich wäre jetzt an der Stelle von Caitlyn auch schon komplett am Ragen. Blitzkrieg, Mann. Dieser Champion sollte einfach aus dem Spiel gelöscht werden. Nein. Lol. Okay. Dann unterwappte mich halt nicht. Habe ich kein Problem mit. Ihn auf Schuhe. Ich auf einen Text. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ich gehe übrigens auf Vayne. Ein Item-Bild, den jetzt ziemlich viele inzwischen spielen. Wo Maxim, glaube ich, auch gerade ein Video drüber macht oder schon gemacht hat. Weiß ja nicht, wann das Video hier live kommt. Double Attack Speed bauen super viele Leute auf AD-Carries generell. Also Static into Firecan. Oder halt Firecan into Static. Meistens aber Static zuerst. Bauen sehr, sehr viele. Und ich habe es ein bisschen probiert auf Jinx, auf Tristana, auf Vayne, auf Lucian. Auf Sivir, auf Caitlyn. Und ich muss sagen, mir gefällt es auf keinem, also First Bound, die beiden Items als erste Items rushen. Mir gefällt es auf niemanden außer auf Vayne. Oh Gott, Minion Block, scheiße. Alter, fuck. Ich habe auch gerade nicht einmal gequittet, was der andere war. Mir gefällt es auf niemanden außer auf Vayne, weil. Bei den anderen Champions hast du einfach Spells, die Damage machen sollten, ne? Du hast ein Q auf Caitlyn, du hast Zivir Q, du hast Jinx Ult. Die macht halt mit dem Item-Bild kein Damage. Und das ist einfach das Problem. Du hast zwar net Crit, schöne Range, aber du machst halt kein Damage. Und bei wen hast du den Vorteil? Du hast noch deinen W, deinen dritten Auto-Attack. Oh, schade. Na, alles Free Kills. Oh, sie hat Heal. Lol. Der hat Bock. Ja, und das hat der Vorteil. Du hast mit Vayne zum einen natürlich hauptsächlich dein Damage durch Auto-Attacks, weswegen Crit geil ist. Und du kriegst AD durch deine Ult, was geil ist. Mehr Crit-Damage. Und du hast halt als Alternative zu deinen Auto-Attacks noch dein W, der halt nicht von AD abhängig ist. Der Junge will sterben. Und auf allen Champions, die halt irgendwelche guten... Lol, was ist dann? Die gute AD-Scalings haben, kann ich mir das Item-Build okay vorstellen, aber nicht als erstes Item. Beziehungsweise als erste zwei Items. Da muss irgendeine AD-Quelle kommen, auf jeden Fall. Was ist denn mit dem Jungen falsch? Oder was ist mit den Gegnern generell falsch? So? Also, was ich mir okay vorstellen könnte auf den ganzen Champions, lol, die will nicht.
da war eine Lux-Ult. Fuck. Die habe ich fast gar nicht gesehen. Ich habe nur so ein bisschen rot gesehen, so. Ist das jetzt ein Laser? Tot. Scheiße. Aber ich hätte noch nicht dodgen können, hätte kein Flash ready. Hab, glaube ich, sogar Flash gedrückt, aber. Lass mich doch einfach mal ausreden. Lasst mich doch einfach mal ausreden. Jedes Mal, wenn ich meinen Satz zu Ende bringen möchte, kommt irgendjemand daher und greift mich an. Jedenfalls, Static Fire Cannon, an sich eine gute Combo, aber als erstes und zweites Item, außer auf Vayne, finde ich nicht zu empfehlen, weil du sonst einfach zu wenig AD hast. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre ein BF zu bauen und dann so zu gehen. Also zum Beispiel BF into Static into Fire Cannon. Das könnte ich mir okay vorstellen, aber rein einfach nur Static Fire Cannon. Nicht gut. Nicht gut. Außer auf Vayne. Zumindest ist das so meine Impression. Ist ja, oh Leute, das Ding hat 5 Kills. Und natürlich, das Ding ist halt, ich versau mir halt so viele Last Hits auf diesen Item-Bild. Das ist halt 0 AD, du kannst halt die Last Hits, das geht halt nicht. Hook, triff ihn! Jetzt kann ich rein. Joa. Auch ein blinder Biss, findet mal ein Hook. Should fear me. Was ich da an Item-Builds sogar um einiges stärker finde, dass man zum Beispiel anstatt, ich habe ja gesagt, man könnte BF gehen und dann Static Fire kennen, aber was ich denke ich noch besser finde, ist Yumus und dann Static oder halt zumindest ein Teil von Yumus, weil Yumus finde ich ist ein ziemlich starkes Item gerade. Weiß noch nicht, ob es auf jedem AD Carry gut ist oder nicht, aber Yumus an sich finde ich ein sehr, sehr potentes Item. Ist zwar teurer geworden, also würde das so viel kosten wie früher, wäre es halt komplett broken. Aber auch so, 3,2k, 65 AD, 20 Armor Pen. 20 Armor Pen würde halt mit dem Item jetzt nicht so gut skalieren, weil du halt True Damage und Magic Damage machst, das ist jetzt halt so pralle. Also auf Vayne, ich hab's einmal gebaut auf Vayne und damit rasiert. Einfach nur, weil die Ult gut mit Yumus synergiert, machst Ult an, machst Yumus an, krippst alles weg. Das ist halt, als ob die Leute noch nie gegen Blitzcrank gespielt haben, so. Rennen wir mal in Blitzcranks Gesicht rein, so, was machen die? Wie gesagt, der Blitzcrank ist halt nicht mal ansatzweise gut. Aber die Gegner denken sich, das ist halt auch immer so, die Gegner passen sich auch immer ein Stück weit des Skills der Gegner an, so. Sehen halt, jo, der Blitzcrank ist komplette Gülle. Dann spielen wir auch mal die komplette Gülle. Deswegen ja auch der Flat, lol, hallo. Okay, da wollte jemand unbedingt den Blue haben. Deswegen ja auch der Flash am Anfang. Erstmal die Latte niedrig setzen, damit die Gegner denken, was ist denn das für ein Lappen? Und dann, bam, zuschlagen. So. Wobei, die könnte ich auch auf Phantom Dancer gehen, fast schon, ne? Aber ich gehe mal auf Rapid Fire Cannon. Diese Combo mit dem, mit der Attack Range auf Vayne, die ist echt nice. Weil du kriegst halt den dritten Auto-Attack fast immer durch. So. Was halt auch nicht schlecht ist, ist Fire Cannon auf Sivir zum Beispiel. Weil du dadurch deine Passive Procs mit dem Movement Speed. Aber, muss man halt gucken. Das Ding ist halt, ich denke, man kompensiert so ein bisschen, mit Double Crit kompensiert man so ein bisschen auch. Oh Gott. Ich sag ja, Last Hitten ist richtig einfach. Ich geh mal bitte, bitte. Man kompensiert mit Double Crit so ein bisschen die fehlende Möglichkeit, Tanks wegzuschredden, finde ich. Weil natürlich, du hast noch den Last Whisper und der ist auch vergleichsweise preiswert geworden, aber er ist auch vergleichsweise schlecht geworden. Also der alte Last Whisper war halt rein gegen Tanks eine Milliarde mal effektiver. Wir sind gleich da, Blitzcrank, Bruder! Halte durch! Wir kommen! Oh mein Gott! 5.5 fucking K. So, und jetzt pass mal auf. Läuft nicht weiter, so hat geslowt. What the fuck? Schon wieder ein Minion-Block, glaube ich. Ja, aber jedenfalls mit den Item-Builds, finde ich, muss man noch so ein Stück weit warten. Ausprobieren, was gut sein wird, was nicht. Es hat sich jetzt ein bisschen rauskristallisiert, was man baut, aber ob das letztendlich auch der beste Item-Build ist oder nicht, ich glaube, das kann man erst nach ein paar Wochen sagen. Fakt ist auf jeden Fall, dass Vayne sehr, sehr stark ist momentan.
gerade auf. Gerade Champions, die nicht von Items abhängig sind, sind gerade sehr stark. Weil halt, du kannst halt, du baust halt irgendeine Gülle und bist dann halt auf Champions wie Caitlyn useless, weil du halt eine Gülle baust. Aber du bist auf Vayne nicht useless, weil Vayne die Items so ziemlich scheißegal sind. Das war halt nicht mein Crit gerade, das war nur dieser Magic Damage Proc. Das ist schon super nice. Guck. Ich bin Tür ab. Unlucky. Schade. Das war nice. Ich glaube, Bane wird jetzt erstmal für die nächsten paar Tage mein Notfall-Champion werden. Ist wirklich der einzige Champion bisher, mit dem ich auf den neuen Patch klarkomme. Mit allen anderen, Caitlyn, Jinx, Draven, Kog'Ma, Graves. Graves vor allem, bin ich so schlecht. Also der neue Graves hat ja eine ultimative Winrate. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß echt nicht wieso. Ich finde den neuen halt so bad einfach nur. Ich bin gestunt. Ich könnte die Dive, wenn du möchtest. Brav, meine Lakaien. Ich finde den neuen Graves echt scheiße. Also die anderen Leute sagen, oh Graves, voll geil, 58% Winrate. Aber ich denke mir so, ja, useless. Ich weiß echt nicht, was die Leute mit dem Champion haben. Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich einfach mal geschmeidig 60% Crit. 60% Crit. Und ein weiterer Vorteil mit dieser Double, mit Fire Cannon Static oder Phantom Dancer, eins von den, oder zwei von den drei Items, ist auch, dass du keine Zweierboots brauchst. Zweierschuhe sind super teuer geworden, gerade Attack Speed 800 Gold, geben dir natürlich auch 30%, was nice ist, aber mit diesem Item-Build kannst du die einfach weglassen. Ich habe 400 Movement Speed, ohne meine Passive, nur durch die Items. Lulu, hast du Bock? Ich glaube, du hast Bock. Ich war eigentlich ziemlich skeptisch, was unsere Teamcom angeht, aber 1-9 Caitlyn. Okay. Der Blitzcrank ist am Hardcarrying. Der Blitzcrank. Dieser Blitzcrank, ja. Ohne Witz, ich sollte euch die ersten 2 Minuten oder die ersten 3 Minuten dieses Games zeigen und euch fragen, wird dieser Blitzcrank carryen? Ich sollte Geld darauf wetten. Was ihr sagt. Ihr werdet zu 99,9% sagen, dass der Blitzcrank komplett reinfliegen wird und das Game alleine verliert. Aber dem ist nicht so. Und Feuer kennen. Bam! Bam! So lustig mit der extra Range. Feuer kennen! Bam! Oh mein Gott! Feuer kennen! Mama! Und ich brauch halt kein Lifesteal-Item, ne? Das ist ja auch so wahnwitzig. Ich habe kein Lifesteal-Item und ich heile mich einfach um 100! Um 100! Ich quitte und heile mich um 100! Okay, ich hab Vamp-Scepter, okay. Okay, aber mit Vamp-Scepter um 100 zu heilen, das ist schon absurd. Ohne Vamp-Scepter wären es dann so 40. Warlords, irgendwas, wie das. Nee, nicht Warlords, oder? Warlords, irgendwas? Weiß mal, wie heißt das Ding? Doch, Warlords Bloodlust, das Ding ist jetzt so broken gerade noch. Wird jetzt zum Glück auch genervt werden. Einfach ein bisschen durchrasieren. Einfach ein bisschen rasieren. Dieser Vayne Entertainment Moment, wenn du Gegner one-shottest und trotzdem 3000 Gold im Inventar hast. Ich geh nochmal Basic, ich will Items haben. Oh, okay, wenn ich die Waffen. Nein, aua. Mama, bitte nicht. Nein! 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 Oh mein Gott. Nicht finishen, ich will jetzt Infinity jetzt bauen. Ich werde so reinballern. So. Dann nochmal. Was? Können wir das. Ist das ein Bug? Okay.
Ich wollte schon sagen, hä, wieso kann ich mir das Ding denn kaufen? Das ist verfuckt. Schade. Hätte ich jetzt nichts dagegen gehabt. So. Ich glaube, die Definition von Three-Shot wird bei Vanius eine neue Definition bekommen. Alter. 80% Crit. Infinity Edge. Juhu. Rechnet euch das mal zusammen, ne? Kann der, der kann nicht quitten, ne? Nee. Also 150 Bonus Damage plus, wenn ich hier quitte, 240. Also 380 Damage, alleine nur Magic durch die Items und dann nochmal 500er Crit, also 900 Damage. So, mal gucken. Kann man so machen. Kann man so machen? Ja. Ja. Kann man jetzt so machen? Komm mal, ich bin den Penta. Komm ran, Bart. Komm ran, Bart. Hook ihn. Nein! Nein! Na egal. War trotzdem okay, das Game, ne? Also wie gesagt, Vayne bisher der einzige Champion, auf dem ich gut spiele, aber dafür dann halt auch mal sowas. Das war's, meine Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die neue Cam so gefällt, so der Winkel etc. Sollte, oder auch das Video sollte bessere Qualität haben generell. Ansonsten Feedback gerne in die Kommentare, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch bei, ja, dem Rest eures Tages. Es wird ab und zu, in Zukunft jetzt, gerade jetzt wegen der Preseason, denke ich mal ein paar Videos geben, wo ich extra explizit auf irgendwelche neuen Item-Builds oder neue Champions oder so eingehe. Darauf könnt ihr euch also schon mal gefasst machen. Ich werde auch in den nächsten Tagen ein Vlog noch hochladen. Für die Leute, die sich wundern, hey, warum hat der denn jetzt letzte Woche nichts hochgeladen und so weiter und so fort. Da wird dann alles drin erklärt werden. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf die nächsten Wochen. Da wird einiges an sahnigem Content hier erscheinen. Jetzt aber erstmal haut rein und bis zum nächsten Mal, FC.